Oh Gott! Welche Altersgruppe hatte das Spiel nochmal? Spiele mit einem deiner vielen Freunde. Ohne Altersbeschränkung. Das ist ein altes Spiel. Da steht die USK noch hinten drauf. Aber da stand doch was hier hinter dem Preisschild. Irgendwie, keine Ahnung. Oder auch nicht. Irgendwas Kleines. Spiel mit Winnie. 5 bis 8. Spiele mit einem deiner vielen Freunde. Hey, wir können zu zweit spielen. 5 bis 8. Okay, ja. Ja, wir dann. Zu zweit, ne? Ja. Spiele mit Winnie oder mit einem deiner Freunde? Es klingt. Normal. Ja, sehr nett. Es lädt. Es lädt! Ich will nicht, dass es lädt! Willkommen in der Fahrzeugarena. Hi. Ein harter Fahrzeugkampf um den Sieg. Zwei, weil du gezuckt hast. Alles, was du brauchst, um dein Fahrzeug nach deinen Wünschen zu konstruieren. Wer weiß, aus welchem Film. Du ablesen, die hoch die Kampfkraft ist. Auch wenn du irgendwas umbauen willst, kein Problem. Such dir neue Teile aus. Ich sorg mal dafür, dass auch alles festsitzt. Schön. Um zu spielen, musst du dir ein Fahrzeug aus Fahrgestell, Aufbau und Sonderzubehör zusammenstellen. Okay. Experimentiere ruhig ein bisschen, damit du weißt, wie alle Teile funktionieren. Achte auf die Bordinstrumente, damit du weißt, wie deine Chancen im Kampf gegen die anderen sind. Masse zeigt dir an, wie groß und schwer dein Fahrzeug ist. Aha. Panzerung verrät dir, wie stark dein Schutzschild Aha. ist. Bei Tempo kannst du deine maximale Geschwindigkeit ablesen und Balance zeigt an, wie leicht ein anderer dich umwerfen kann. Klopp. Wenn dein Fahrzeug so ist, wie du es haben willst, klick auf den Schalter mit dem grünen Häkchen. Dann kann die Action also losgehen. Okay, ich will ein Boxfahrzeug. Als erstes musst du dir ein Fahrgestell auswählen. Ich will ein heißes Fahrgestell. Du hast ein heißes Fahrgestell. Das da will ich haben. Das ist cool. Such dir hier den Aufbau aus. Ja, wir sind dabei. Oh ja, ich will, I want to screw, ja. Cool. Drill Instructor Table. War das ein Flammenwerfer? Ich glaub schon. Cool. Oh, wie süß. Ich will das da. Ganze Zubehör ist auf dieser Seite. Sieht aus wie eine Flakkanone. Ja. Mach Panzer. Ich bin fertig. Jetzt bin ich dran. Ah, ja. Hallo Spieler 2. Willkommen. Erklär's mir nicht nochmal. Freundin Anna hat gute Arbeit geleistet. Aha. Nein. Sogar sehr gut. Guck mal, das sieht wirklich aus, als hätte er eine Schraube genau als Kopf oder einen Bierdeckel jetzt bist oder so. Du dran. Bau dir auch ein Fahrzeug zusammen. Ja, bau mal. Klick mal. Ich hab da noch eine Kleinigkeit zu tun. Ich muss etwas schweißen. Ja, verpiss wir sehen dich. Uns dann später. Masse. Panzerung. Ja, ist ja gut. Ja, ich hab grad schon überlegt, ob ich die netten Männer mit den weißen Jacken holen soll. They're coming to take me away, haha. They're coming to take me away, hoho. Yeah. To the funny farm. My life is beautiful all the time. Ja, ja. Mach kaputt! Du musst es anklicken. Der ganze Zubehör ist auf diesem Buch. Deiner sieht viel besser aus. Ja. Deiner ist auf jeden Fall schnell. Mit dem kannst du gar nicht verlieren. Aber kippt schnell um, wenn so es aussieht. Warum auch immer. Möge das Spiel beginnen. Ja. Ja. Dann zieh ich mal ab, ne? Ich bin auch gelangweilt. Und so läuft es, Leute. Das Fahrzeug, das übrig bleibt, hat das Spiel gewonnen. Robot Wars! Die anderen Fahrzeuge rausboxen, was meine Lieblingsmethode ist, oder du kannst sie am Umschmeißen. Wenn dein Fahrzeug gut ausgerüstet und bestens in Schuss ist, kannst du deinen Gegner so oft rammen, bis er erledigt ist. Alles ist erlaubt in der Fahrzeugarena. Okay. Auch eine plötzlich ausgerufene Orgie? Los, weiter! Hier kommen ein paar sehr wichtige Anweisungen fürs Fahren. Leute, hört gut zu. Mit den Tasten auf eurer Tastatur bewegt ihr eure Fahrzeuge vorwärts, rückwärts, nach links und nach rechts. Ja, aber welche Nummer Tasten? Eins. Du da. Du benutzt ja. die Pfeiltaste. Ja. Dein Sonderzubehör benutzt du mit der Eingabetaste. Aha. Eine 2. Ja, dich meine ich. Ja. Deine Tasten sind die 1, die 2, die 3 und die 4. Und du aktivierst dein Sonderzubehör mit der Leertaste. Wie eklig ist das denn?
Ich habe da noch eine Kleinigkeit zu tun. Ich muss etwas schweißen. Kommt doch nicht so. Ihr müsstet mal ihr Grinsen sehen und sie wackelt mit dem Kopf. Ich habe die Schraubenschlüssel für dich da gelassen. Fahr einfach drüber, wenn du was reparieren musst. Okay. Kann's losgehen? Dann startet die Motoren. 3, 2, was macht man mit Enter nochmal? Deine Sonderwaffe einsetzen. Hallo, ich will nach oben. Warum geht das nicht? Aha. Oh mein Gott, was ist das für ein Steuerbord? Autsch. Nein! Verdammt! Ich komme mit der Steuerung nicht klar. Was ist das denn? Keine Problem. Aber ich habe trotzdem noch mal spielen willst, ja, weil ich rausgefallen bin. Zu jeder Zeit, an jedem Ort, ob früh oder... Ja, Dito. Das ist ein beeindruckendes Fall. Ja, Schnauze. Kannst du gar nicht verlieren. Kann ich jedenfalls nicht. Du kannst nur vorwärts, rückwärts oder eben Antrieb hoch, Antrieb runter. Weißt du, was ich meine? Nee, keine Ahnung. Du kannst nur mit Kurven fahren. Pass auf. Okay. 1, los. Ach so. Aha. Das war ja nichts als heiße Luft. Auf geht's. Das war ja nichts. Also. Aha. Das war doch schon nicht schlecht. Doch. Der Zug am Ende hatte mir gut gefallen. Gewonnen. Alle Achtung. Es ist mir zu blöd. Habt ihr euch ein Nein, nochmal. Ich glaube, wir können anfangen. Ja, ja, ja. 2, 1, los. Also. Komm schon. Es hakt. Es hakt. Wow. Okay. Hey, da habt ihr euch ein paar echte gute Fahrzeuge gebaut. Ja. Ich glaube, wir können... Ich glaube, da muss ich... Wow. Oh nein, wie unfair. Weil du gezuckt hast. Also. Hey, nimm dich vor dem da in Acht. Du würdest dich gut als Mittelgewichtsboxer machen bei dem... Aha. Gute Arbeit. Du fährst zumindest, als würdest du nichts sehen. Ziemlich geschickte Manöver. Hey, da habt ihr... Genau, geschickte Manöver. Mann, was? Kinderleid. Das war ja nicht... Das war ja nicht Kinderleid. Du würdest dich gut als Mittelgewicht... Also, das... Hey, das hey. Das... Ei, du hast es geschafft. Aha. Mach es weg, bitte. Sicher? Ja. Okay. Wenn du wirklich auf... Mach's dir gut und komm bald wieder. Tschüss. Lass uns nicht so lange warten. Tschüss. Ich glaube, jetzt kommt dann noch ein Spiel. Ja. Ich hoffe, wir haben dann dem Begriff Let's Play Genüge getan. Und wenn nicht, Pech. Das ist mir zu blöd. Du hast da noch ein bisschen Kristallstaub am Ohr. Sieht nicht geil aus. Genau da. Ist das Hagel? Das Teil sieht wenigstens cool aus. Das glaube ich erst, wenn ich sehe. Nein, ich meinte jetzt diesen Flugapparat. Wir haben ein ernstes Problem und wir brauchen dringend deine Hilfe. Dass du ein ernstes Problem hast, sieht man. Wir müssen sie retten. Für diese Mission benutzen wir ein hypermodernes Spezialflugzeug. Wow. Es fliegt sich ganz leicht. Das. Ich mache mal einen kleinen Testflug mit der Mühle und zeige euch dabei gleich, was sie alles kann. Wow, sie kann geradeaus und rechts und links fliegen. Vielleicht sollten wir nochmal grundsätzlich über die Flugmanöver sprechen. Ja. Ziel des Spiels ist es, so schnell wie möglich alle Königsteine auf dem Bildschirm einzusammeln. Aha. Ich mach's mal so. Um einen Stein aufzunehmen, musst du langsam mit dem Flugzeug über ihn drüber fliegen. Wie langsam? Wenn du einen Königstein hast, transportierst. Oh nein, wir spielen Snake. Er springt von selbst rüber, wenn du da bist. Und dann das nächste. Ganz wichtig bei der Sache ist die Umschalttaste. Mit der aktivierst du nämlich den Zeitlupenmechanismus. Ein ganz erstaunlicher Effekt. Und welches Kind weiß, was jetzt, die Umschalttaste ist? Jetzt, wo alles langsamer läuft, kommen wir leichter in Angriffsposition. Wenn du in Position bist, kostet es dich nur noch ein müdes Mausklicken, den Kristallstrahl abzufangen. Was wollte ich sagen? Hä? Ah ja, wenn du ein Flugzeug außer Gefecht gesetzt hast, musst du es mit der Maus auf den Schrottplatz befördern. Das und schießt mit der Maus? So einfach ist das. Mal sehen, wie du dich im Training anstellst. Probieren wir es! Okay, also. Na, dann wollen wir mal. Jo. Warte mal. Steuere ich jetzt irgendwie? Hallo? Okay, warte. Ach so. Cool. Oh,
aber jetzt machst du ja alles. Ja, dann mach du doch. Du bist, gar nicht, in Zeitlupe da rumgefahren. Mission ausgeführt. Zurück zur Basis. Yay. Ich glaube, du musst wieder da unten hin. Hervorragend. Drück auf die grüne Startlampe, wenn du anfangen willst. Ja, danke. Und los jetzt. Kannst du zwei mitnehmen? Klick ist tot. Klick ist tot. Wie denn? Den Treffer. Das kannst du da unten reinschieben. Ja, ich entschuldige mich. Ach, ist egal. Ja, mir auch. Komm schon. Mission ausgeführt. Zurück zur Basis. Geh da rein. Geh weiter da rein. So. Gute Arbeit. Drück auf die grüne Startlampe, wenn du... So. Ich würde Kinder kriegen, wenn ich in so einem Ding sehe. Was wird sie kriegen? Ich weiß es nicht. Was machst du denn da? Ich hab die Zeitlupe angeschmissen. Wozu? Ich kann die doch trotzdem einsammeln. Mission ausgeführt. Zurück zur Basis. Musst du die jetzt in den Schrottplatz zurückschieben? Ja. Zumindest eins. Ich will fette Extrapunkte, scheiß drauf. Sieht so aus, als wir... Drück auf die grüne Startlampe. Ja! Oh, es wird immer mehr. Oh ja. Das, was erhält, ist... Oh, den muss ich nehmen. Verstehe. Achtung, Achtung. Und welchen jetzt? Aha. Achtung, Achtung. Was willst du? Nerven. Nun gehen wir alle drauf. Jo. Fertig. Drück auf die grüne Startlampe, wenn du anfangen willst. Okay. Klick nochmal. Kann man da noch irgendwas machen? Komm bald wieder. Ich will meine Handtasche holen. Wissen wir schon. So. Da bist du ja wieder. Ich hab da drauf geklickt. Das sieht aus wie ein Bild von Munk. Oder so. Oder dieser andere Typ. Ja. Ihr wisst, wen ich meine. Aha, und? Atlantis ist wirklich ein unglaublicher Ort. Darum haben wir Fotos gemacht, um uns daran erinnern zu können. Mhm. Hier kannst du dir den Unterwasserteil unserer Reise ansehen. Mhm. Hier sind einige Bilder von unserem unterirdischen Abenteuer. Und ich kann sie ausdrucken und das per E-Mail verschicken. Das sind ein paar von den interessanten Leuten, die wir unterwegs getroffen haben. Interessant. Klick ein Bild an und klick dann auf das Druckersymbol, wenn du es ausdrucken willst. Nein. Los, und dein Papi wird dich... Klick ganz auf lieb haben, Symbol, wenn die Druckerpatrone alles, wenn du 100 Bilder ausgedruckt hast, in Farbe, auf DIN A4. Ich hoffe, es macht dir Spaß, die Erinnerung an ich grüble nach dem Sinn von dem Scheiß, wenn man den Film gesehen hat. Oh. Naja, hübsche Bilder. Sind halt Filmstills, ne? Oh. Ja, dann... Ich gehe mal davon aus, wir können hier nicht mehr allzu viel machen. Ich weiß nicht. Aber ich weiß genau, dass zumindest ich hier nicht mehr allzu viel machen will. Hier geht's zurück. Ja, wissen wir. Ja. Aber irgendwas ist da noch. Das da und das da. Das da mittlere ist eine Punktekarte. Lust auf ein neues Abenteuer? Da kannst du wieder zum Anmeldebildschirm. Achtung, Achtung. Da war das würde ich sagen. Klick den Atlanten an, mit dem du spielen willst. Ja, ich glaube. Ja, das war überraschend schmerzfrei. Wir haben das Spiel durchgespielt. Wow, naja, also... Wir haben im Rahmen seiner Möglichkeiten. Du suchst... was ist das denn? Du suchst das Abenteuer? Nein. Ich habe irgendwas geklickt und jetzt lädt es. Was tut es? Wir dürfen ausgehen, dass es das war. Was machen wir als nächstes? Weiß ich noch nicht. Ja, nee, was steht als nächstes auf der Liste? Ich würde sagen, wir machen das nach der Liste, oder? Na, auf der Liste war, glaube ich, als nächstes der Rotlicht-Tycoon. Und was hatten wir denn noch? Ich glaube, das Problem war, dass und alle... Und die Unglaublichen? Ja, aber ich glaube, das Problem war, dass alle anderen den gleichen Platz hatten. Und ja, genau. Und mit einer Stimme mehr durchgekommen und noch ein ist, drittes oder? Hatte noch die gleiche Stimmenanzahl.
Gladiator? Da ist doch die Liste, oder? Ah, gut, ja, stimmt. Ja, genau. Wir hatten nämlich als nächstes auf Platz 2 haben sich geteilt, genau, die Unglaublichen, der Rotlicht-Tycoon und Robots. Ich wäre dafür, dass wir die Unglaublichen ausprobieren. Das kann man, soweit ich weiß, zu zweit spielen. Und falls nicht, haben wir da wenigstens ein kleines Action-Spiel. Schauen wir so, wie wir Bock haben. Okay, bis dann.